Bevor wir uns zu unserer Hauptrednerin kommen, habe ich noch einen interessanten Gast hier heute anzukündigen, den ich vorgestern erst angefragt habe, gestern die Antwort bekommen habe, ob er zu uns kommt. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Geschichte, die möchte ich Ihnen auch kurz erklären. Ich habe vor ungefähr 4 Wochen im Bundestag eine Rede gehalten zu 30 Jahre Mauerbau, beziehungsweise dieses Jahr jährt sich ja das 30. Mal die Wiedervereinigung in unserem Land. Und habe da auch Personen des Widerstands, des DDR-Widerstands genannt. Und eine dieser Personen hat sich nach meiner Rede im Bundestag bei mir per E-Mail gemeldet. Nun wird ja von vielen Medien, und Sie hören das ja immer wieder, auch kritisiert, gerade im Wahlkampf auch in Brandenburg, auch in Thüringen, die Aussage, dass wir, die AfD, zum Beispiel mit der Wende vollenden, Wende 2.0, dort wird ja so plakatiert, in Sachsen haben wir eine andere Werbestrategie, aber nichtsdestotrotz stehen wir natürlich auch als AfD zu diesen Aussagen. Und es wird uns vorgeworfen, wir würden Bürgerrechtler, ehemalige Bürgerrechtler instrumentalisieren, wir würden sie missbrauchen für unsere Zwecke, und diesen wollten wir und wollte ich eigentlich heute Abend auch entgegenwirken. Deswegen freue ich mich ganz ehrlich, dass er heute gekommen ist. Ich möchte kurz zu seiner Person etwas sagen, und zwar ist es Sigmar Faust. Sigmar Faust ist am 12. Dezember 1944 in Dohna geboren. Einige werden ihn vielleicht auch kennen. Ich werde kurz erläutern, was er bis jetzt in seinem Leben erlebt hat, beziehungsweise was er in der DDR erlebt hat. Er ist ein deutscher Schriftsteller und war politischer Häftling in der DDR. Er hat 5 Söhne, eine Tochter und lebt in Berlin, wo ich ihn auch vor nicht so allzu langer Zeit getroffen habe und wir uns dort auch unterhalten haben. Aufgewachsen ist er im sächsischen Heidenau. Er studierte ab 1964 Kunsterziehung und Geschichte an der Universität Leipzig, von der er im Sommer 1966 wegen Disziplinlosigkeit und politischer Unzuverlässigkeit exmatrikuliert wurde. Seit 1968 von der Stasi beobachtet und verfolgt, als seine Versuche in der Bundesrepublik zu veröffentlichen aufgedeckt wurden, erfolgte eine erste Inhaftierung. Im Sommer 1968 organisierte er die Stausee-Lesung von Leipzig. Das war eine Lesung von Gedichten auf einem Boot, was weitere Repressalien zur Folge hatte. Sein offizieller Ausreiseantrag wurde von der DDR-Behörden abgelehnt. Daraufhin initiierte er unter Verweis auf die Mitgliedschaft der DDR in den Vereinten Nationen eine von 45 Personen unterzeichnete Petition. Die hieß gegen die Verweigerung der Menschenrechte. Daraufhin wurde er erneut inhaftiert und vom Bezirksgericht Dresden zu 4 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Es waren zum Teil unmenschliche Haftbedingungen, eigentlich Folter, so kann man es bezeichnen. Er verbrachte über 400 Tage in einer doppelt vergitterten, feuchten und kalten Kellerzelle. Man nannte diese Tigerkäfig und verbrachte über 2 Jahre, man muss sich das wirklich vorstellen, über 2 Jahre in Einzelhaft. Im September 1976 wurde ihm schließlich die Ausreise in die Bundesrepublik gestattet. Andere, die Ähnliches erlebt haben, sind an diesen Erlebnissen zerbrochen. Auch an Sigmar Faust sind diese Spuren nicht vorübergegangen. Die Tatsache, dass die Bundesregierung nach der Wende so wenig für die Opfer dieser Diktatur getan und stattdessen ihre schützende Hand über führende SED-Mitglieder und Stasi-Mitarbeiter gehalten hat, empört ihn auch heute noch umso mehr. Spätestens seit der Beendigung seiner Beschäftigung als Führer und Zeitzeuge, der er war, an der Gedenkstätte Hohenschönhausen, und jetzt kommt's, aufgrund AfD-naher Äußerungen, fühlt sich Sigmar Faust an die Zustände vor 30 Jahren erinnert, beziehungsweise auch vor 40 Jahren. Deswegen ist er, und da bin ich auch sehr froh, heute hier, ist er heute hier nach Weißwasser gekommen. Sigmar Faust, danke, dass Sie hier sind, und kommen Sie bitte nach oben. Dankeschön, dass ich in Sachsen, dem Dunkelland, mal auftreten darf. Als ich nach dem Westen kam, freigekauft, war ich erstmal sehr begeistert. Damals, 1976, brauchte man, wenn man zum Arzt ging, nichts bezahlen, weder für die Brille noch für Zahnersatz.
Meine Tochter kam in die Schule. Die Bücher brauchte man nicht bezahlen. Die Hefte, die Buntstifte, sogar Klassenfahrten. Ich dachte, ich bin in Kommunismus gelandet. In Kreuzberg war das, Berlin-Kreuzberg. Also es war verwirrend. Auf der einen Seite ein Wohlstand und damals der Terror mit der Roten Armee-Fraktion. Aber da war die Bevölkerung noch hinter der Regierung. Intellektuelle in den Quatschfächern, also so Soziologie und so das ganze Zeug, die hatten heimliche Sympathie. Und da habe ich dann gespürt, dass ganz Westeuropa im Prinzip kulturmarxistisch verseucht ist. Und das kann eigentlich nur einer sagen, der sich mit Marxismus beschäftigt hatte. Und ich fühlte mich als Jungmarxist und bin dann erst, durch eine Wandlung, vor allen Dingen 1968 war dann Schluss, als diese Hoffnung Sozialismus mit menschlichem Antlitz, mit Panzern niedergewalzt wurde in Prag. Das war dann meine Wendung, meine Wandlung. Und dass ich dann im Knast war, da gab es dann den Spruch, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Und deshalb sind Renegaten, also Abtrünnige von der Partei oder vom Marxismus, immer die schärfsten Gegner und werden am härtesten verfolgt. Ja, in der Stalinzeit sind die alle umgebracht worden. Das ist mir erspart geblieben, aber man darf nicht vergessen, dass eine Menge Leute, Jürgen Fuchs, Rudolf Barrow, Gerolf Pannau und noch viele andere, auch die Bärbel Bohley, alle an einer seltenen Blutkrebsart verstorben sind. Wissen Sie, das lässt das Zufallsprinzip eigentlich nicht zu. Es lässt sich schwer nachweisen. Aber was man nachweisen kann, wie auch die Westdeutschen dann nach dem Zusammenbruch, und ich kann stundenlang hier aufzählen, als ich rüberkam, wer dann gegen die deutsche Einheit gehetzt hat. Ja? Bis hin zu Willy Brandt, der dann nochmal die Kurve kriegte, indem er dann, als es nicht mehr zu verhindern war, sagt, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Aber die vorhergehenden Sätze, die er gesagt hat, ja, gegen die Deutsche als Lebenslüge und was nicht alles bezeichnet, ja, das hat mich alles enttäuscht. Und deshalb habe ich im Westen weiter gekämpft, zurückgewirkt in die DDR, mit dem Ergebnis, dass ich dann erst erfahren habe, als die Stasi-Akten offen waren, man hat noch dreimal einen Haftbefehl gegen mich ausgestellt, als ich in West-Berlin lebte. Und man hat mich dann auch vertrieben. Ich durfte die Transitwege nicht benutzen. Ich durfte nicht mal zum Begräbnis meines Vaters einreisen. Ich war also ausgesperrt. Und als die Mauer gefallen war, da durfte ich immer noch nicht in die DDR einreisen. Die existierte ja noch unter Motrow dann. Da gibt es einen schönen Befehl des Generaloberst der Stasi, Wolfgang Schwanitz. Der schrieb an den 7-Wochen-Diktator Egon Krenz, dass man Prominente wie Wolf Biermann, Rainer Kunze, die Professoren Wolfgang Seifert und Hermann von Berg wieder einreisen lassen sollte, aber nicht Jürgen Fuchs, Ralf Hirsch, Roland Jahn und mich. Das ist die größte Auszeichnung, die ich bisher erhalten habe. Dann war ich einer der meist eingesetzten Referenten der Konrad-Adenauer-Stiftung des Gesamtdeutschen Institutes. Ich bin in ungefähr 8000 Vortragsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen aufgetreten über die Jahre hinweg, aufgeklärt die Schüler im Westen, was eine Diktatur ist. Und auch immer persönlich mit meinen Erlebnissen angereichert. Ja, heute darf ich nicht mehr auftreten, weil ich zugegeben habe, AfD gewählt zu haben. Ja, da gab es einen Spiegelartikel, da wurden die Rechten, da waren so bedauerlich wie den Bürgerrechtler und Dissidenten, die in der Diktatur gegen die Diktatur gekämpft haben, das war ja gut. Da wurde die Barbe, Angelika Barbe aufgezählt, mein Nachfolger in Dresden, Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen, Michael Beleides, dann Fatz, der ja immer noch in der CDU ist, ja, der wurde auch mit reingerührt und noch ein paar andere. Und dann ging dieser Spiegelredakteur zu dem in Halle
ansässigen Psychologen Maatz. Da hat er auch eine eigene YouTube-Sendung, sehr interessant, der härteste Kritiker auch von Merkel. Und da wurde ihm gefragt, was sind denn das für Menschen, die in der Diktatur Widerstand leisten, aber dann in der Demokratie weitermachen? Und da sagte der, naja, da muss frühkindliche Schäden sein. Ne? Und ohne die Zusammenhänge. Ne? Und so wurden wir im Spiegel dann im Frühjahr 2018 als Deppen hingestellt. Aber der Redakteur, also von Hammerstein heißt er, war so ehrlich, mir zuzugeben, dass das sehr viele Leserbriefe ausgelöst hat und 80% für sie. Also das ging nach hinten los. Und ein halbes Jahr später kommt wieder ein Redakteur von der Berliner Zeitung, wieder mit demselben Ansatz. Sie waren doch so mutig. Biermann hat das ja auch im Spiegel-Interview zugegeben. Aber der Faust wird wohl AfD gewählt haben, also nur im Konjunktiv. Und dann wurde ich gefragt, stimmt das? Ja, warum soll ich? Ich meine, es ist ja eine geheime Wahl. Ne? Man muss das ja niemand sagen, was man gewählt hat. Aber ich habe immer mit offenem Visier gekämpft und das will ich auch weiterhin. Ich habe nichts zu verheimlichen. Ich habe diese Altparteien so satt, ja, gerade als Merkel dann an die Macht kam, ich war Wechselwähler, ich habe Kohl mal gewählt, ich habe auch Schmidt gewählt und war sogar mal in der FDP. Das war mit Freiheit was drin, da wollte ich auch den nationalliberalen Flügel stützen. Aber da habe ich gemerkt, dass ich kein Parteimensch bin. Ich bin eben ein Schreiber und man irrt sich auch und man muss suchen um die Wahrheit. Und das kann man nur im Streitgespräch, ja, dass man andere, die andere Meinung haben, ja, da lernt man auch. Und dann habe ich gemerkt, wie hier eine Hysterie losging gegen die AfD. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja. Und das bindet mich immer mehr sozusagen an diese Partei, der ich wirklich großen Erfolg wünsche. Und deshalb... freue ich mich, dass ich mal mit solchen prominenten AfD-Menschen in Berührung komme. Dankeschön. Ja, Herr Faust, vielen Dank für Ihre gut zusammengefassten Worte. Sie hätten sogar noch ein paar Minuten mehr Zeit gehabt, aber Sie haben das gut hingekriegt. Also vielen Dank. Und das ist aber für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich Ihnen jetzt diese Geschichte erzählt hätte oder Frau Weidel diese Geschichte erzählt hätte, hätte natürlich die Presse morgen wieder geschrieben, die AfD instrumentalisiert wie der Bürgerrechtler, initiiert, wieder, führt sie wieder vor. Und deswegen finde ich es gut und schön, dass Sie heute gekommen sind. Darf ich noch einen Satz sagen? Weil es ja eigentlich der Einstieg war über die Plakate. Genau. Ja, und wenn natürlich, wenn man nicht gefragt hätte, ein Plakat mit dem Begriff Wende hätte ich nicht gebracht. Denn das ist von dieser Revolution, die vor allen Dingen den Sachsen gelungen ist, in Plauen, in Dresden, in Leipzig. Ich bin ein bisschen uninformiert, was hier los war, aber jedenfalls bin ich stolz auf die Sachsen. Und dass das diese... dass diese neue Qualität von einer Revolution, die 68er wollten die auch, aber blutig. Und ihr habt es geschafft, eine friedliche Revolution. Und was macht Krenz, dieser Verbrecher? Wende. Für die war das eine Wende. Ja? Und dass diese Verbrecherpartei, das darf man gerichtsnotorisch sagen, die SED war eine Verbrecherpartei, das ist geschützt durch Gerichtsbeschluss, dass die ja noch weiter existiert, vor allen Dingen durch Herrn Gysi. Und ich meine, dass diese Leute heute keine Verbrechen mehr begangen haben, die da drinnen sind, die Jüngeren. Aber dann hätte man eine neue Linke gründen müssen und nicht mit dem Volksvermögen, was die SED milliardenweise ins Ausland verschoben hat und unter ihren eigenen Leuten verteilt hat. Ja, und diese Wende, das ist für mich
ein Wort, was ich meide. Das ist das, was ich noch kritisch sagen wollte zu den Plakaten. Aber ansonsten, ich meine, Wahlplakate, ja, alle Wahlplakate könnte man kritisieren. Das sind immer Phrasen und das sind immer ein bisschen Provokationen. Das ist ganz normal. Aber dass man sich so drauf stürzt, da können Sie machen, was Sie wollen. Sie können ganz saubere Plakate haben, die, ja, da würden Sie trotzdem kritisiert. Ja, und deshalb ist das ein Nebenschauplatz, eine Ablenkung von den wesentlichen Dingen, die hier Gott sei Dank angesprochen wurden. Danke.